Und Bildreporterin Ingrid Ragert ist mir jetzt per Telefon live zugeschaltet. Ingrid, du hast die Pressekonferenz zu diesem Fluchtversuch für uns verfolgt. Wie genau ist denn jetzt diese Flucht abgelaufen von Peter Madsen? Ja, es war offenbar sehr dramatisch. Die Gefängnisdirektorin Hanne Höck Rasmussen war persönlich da. Sie hat sehr wenig gesagt, aber sie hat gesagt, dass die Mitarbeiter alle sehr stark unter dem Ausbruch leiden und dass psychologisch betreut werden. Offenbar hat er eine Mitarbeiterin des Gefängnisses als Geisel genommen und hat sie als Schild benutzt und die anderen Wachleute dazu gezwungen, das Tor zu öffnen, damit er in die Freiheit kommt. Das war ungefähr um 10 Uhr. Die Wachleute sind ihm dann nachgelaufen auf der Straße. Der Alarm kam um 10.20 Uhr und die Polizei fuhr sofort los, um ihn festzunehmen. Was wollte denn jetzt Peter Madsen genau mit seiner Flucht erreichen? Dachte er, dass er jetzt wirklich als freier Mann herumspazieren kann? Das ist eben die Frage. Die Polizei hat gesagt, man weiß nichts von irgendwelchen Fluchthelfern. Er kam ja 800 Meter weit, bevor man ihn dann festsetzen konnte oder bevor er auf dem Boden festgesetzt wurde mit der angeblichen Bombe, wo er dann festgenommen wurde. Ob er irgendwo ein Ziel hatte, ob irgendwo eine Frau auf ihn gewartet hat, wahrscheinlich eine Frau, weil er sehr viele Brieffreundinnen hat, die ihn irgendwo hinwegbringen wollte, das weiß man alles noch nicht. Wie konnte es denn überhaupt zu dieser Flucht kommen und auch dazu, dass er eine Geisel genommen hat? Gibt es Sicherheitslücken vor Ort? Das ist nicht bekannt, aber eines ist klar, der Justizminister von Dänemark, Niels Hækkerup, hat heute am späten Nachmittag bekannt gegeben, dass es alles überprüft werden muss, weil es bereits im letzten Jahr in einem ganz anderen Fall eine sehr dramatische Flucht gegeben hat von einem sehr gefährlichen Mann, der dann erst später, Monate später in Spanien festgenommen werden konnte. Da hat es auch Sicherheitslücken gegeben. Also dieses ganze System muss laut Justizminister überprüft werden. Also scheinbar offensichtlich gibt es da irgendwelche Lücken, die dann doch immer wieder ausgenutzt werden können. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier. Und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.